Hi, ich bin Roland für Mobile Geeks und wir sind bei Minix auf der IFA 2012 und hier haben wir einerseits das NeoTab 10.1 Advanced und das normale NeoTab 10 Zoll. Der Unterschied besteht hauptsächlich darin, dass die Rückseite bei dem Ding hier aus Plastik ist und bei der Version ist es eine Alu-Rückseite. Der Preisunterschied sind ungefähr 10 Euro im Retail. Die beiden Geräte sollen ungefähr, je nachdem wer es kauft und wer es importiert, zwischen 200 und 220 Euro kosten am Ende, bei der 8GB-Version natürlich. Es handelt sich jeweils um 10 Zoll Tablets, die mit 1280 x 800 Pixeln auflösen. Auf der Version ist sogar schon Android Jelly Bean 4.1 drauf. Hier ist es noch nicht drauf, aber es ist natürlich angedacht, denn die Plattform ist genau die gleiche. 1 GB RAM und 8, 16 oder 32 GB Arbeitsspeicher. Das ist ein IPS-Panel, was auch sehr schön hell ist. Die Performance ist auch einigermaßen in Ordnung, denn es hat einen Dual-Core-Rockchip Cortex-A9, der RK3066, der mit 1,6 GHz läuft und eine Mali-Grafik hat. Das ganze Ding sollte eigentlich ziemlich gut flutschen und wir gucken mal ganz schnell rum. Hier drüben sitzen da und da jeweils Lautsprecher und am oberen Rand haben wir eine 0,3 Megapixel-Kamera. Beziehungsweise nein, hier steht sogar 2 Megapixel. Auf der Rückseite geht es weiter mit einer 5 Megapixel-Kamera. Und obenrum haben wir den Ein- und Ausschalter, die Lautstärke-Wippe und an der Seite jeweils, beziehungsweise das ist glaube ich der Home-Button, das ist der Ein- und Ausschalter. Hier haben wir den Kopfhöreranschluss, Mikrofonanschluss, den Stromanschluss. Und hier oben geht es weiter mit einem Micro-USB-Anschluss und einem Mini-HDMI. Mehr ist da jetzt, glaube ich, an den Seiten, soweit ich sehen kann, nicht weiter dran. Die Performance ist sehr ordentlich. Das Ding ist 9,3 mm dick und hat einen 7200er Akku, der bei der Größe zwischen 7 und 9 Stunden durchhalten sollte. Und für 200 Euro ist das eigentlich ein sehr ordentliches Tablet. Die Qualität fühlt sich bei dem Gerät auch sehr ordentlich an. Hier haben sie gut nachgearbeitet. Bei diesen Prototypen hier, da ist alles noch ein bisschen wackelig, aber der hat schon die eine oder andere Messe hinter sich. Sollte am Ende dann beim Kunden in einer stabilen Version ankommen. Ja, das war's eigentlich. Das ist das Minix NeoTab 10.1 Advanced und die normale Variante ohne Metallrückseite und mit einem etwas kleineren Akku, denn der hat nur 6800 mAh. Ich war Ronan für Mobile Geeks. Dankeschön, tschüss.